Hi, heute zeige ich euch, wie man einen TAH92, dieses Honeywell-Thermostat, ganz einfach hier mit einbindet. Wenn ihr die Batterien eingelegt habt, da seht ihr, dann blinkt hier Englisch. Dann stellt das erstmal auf die Sprache, die ihr haben möchtet. So, dann ist schon mal eine Vortemperatur eingestellt und jetzt geht es ganz einfach. Ihr geht hier auf Einstellen und haltet das mal ein paar Sekunden gedrückt. Dann kommt ihr in dieses Konfigurationsbildschirm. Hier geht ihr auf das Häkchen, sagt hier Raum hinzufügen. Ich brauche die Küche. Hier könnt ihr sie noch umbenennen, wenn ihr möchtet. Dann sagt ihr hier OK. Dann wählt ihr aus, was ihr zufügen wollt. In dem Fall ist es ein Heizkörperregler, also bleibt das da, wo es ist. Dann gehen wir auch wieder auf Weiter. Den integrierten Raumfühler, also den Temperaturfühler, der hier drin ist, benutzen. Ja, ich habe keinen externen, also sage ich hier auch ja. So, und jetzt haltet ihr hier erstmal diese Taste ein paar Sekunden gedrückt. Dann sagt er kein Bind, also kein Binding. So, dann haltet ihr die jetzt gedrückt, bis Bind kommt. Und jetzt drückt ihr nochmal. Dann steht Binding und dann seht ihr hier oben auch dieses Internetzeichen. Und jetzt drückt ihr hier nochmal auch auf drauf und dann sagt er hier direkt erfolgt und ihr seht hier, er ist jetzt verbunden. Hier hat es geklappt, dann bestätigt ihr das hier. Binding, die Räume ist abgeschlossen, ja. Und dann geht ihr auf Exit und jetzt seht ihr, mit dem ist er gerade nicht verbunden, okay, aber die Küche taucht hier auf. Und wenn ihr jetzt hier drauf drückt, dann steht hier auch Küche. Also ist die Küche auch ins System eingebunden. Und jetzt könnt ihr die ganz normal hier drüber steuern, eure Sachen anlegen und so. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, weil ich finde, die Bedienungsanleitung, die bei diesem Teil dabei ist, ist eine Unverschämtheit. Und wenn man es so sieht, geht es einfach ein bisschen einfacher. Danke fürs Zuschauen. Gebt mir Daumen hoch oder Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.